Hab eine Frage für euch. Was ist eurer Meinung nach der nutzloseste Siedler im Spiel? Der Pfeilmacher und seine Gegenstücke bei den Römern und Mayas? Der Wagenbauer? Der Werftarbeiter? Alles keine schlechte Wahl, aber es gibt eine Einheit, die man technisch gesehen unter Siedler zählen müsste, aber so unbeachtet ist, dass sie nicht mal in der Statistik aufgeführt wird. Der Esel. Esel werden in erster Linie auf den Karten eingesetzt, in denen vom Spieler der Bau einer Kolonie gefordert wird. Zunächst ist der Esel ein essentieller Bestandteil des Gründungskarrens, mit dem eine neue Kolonie gegründet wird. Aber auch danach wird er genutzt, um im Zusammenspiel mit dem Marktplatz die neue Kolonie vom Hauptstandort aus zu versorgen. Dadurch ist der Esel auch ein wichtiger Teil des traditionellen Wassereimers des Friedens, den King Yo ins Leben gerufen hat und bei dem unter verbündeten Spielern ein Eimer Wasser getauscht wird. Und in seinen WM-Spielen hat Yo weitere Meme-Strategien getestet, was mich auf eine Idee brachte. Esel können ja auch innerhalb einer Siedlung eingesetzt werden, aber gibt es wirklich Fälle, wo das auch sinnvoll wäre? Esel werden in der Eselzucht gezüchtet. Die Römer haben interessanterweise die schnellste Eselzucht, aber auch den höchsten Futterverbrauch pro Esel. Die anderen Völker scheinen sich die gleiche Futtereffizienz zu teilen, die Mayas produzieren aber mit Abstand am langsamsten. Ich habe hier aber auch nicht wie bei den anderen Tierzuchten noch die Anzahl der Arbeitsgänge bis zum ersten Tier berücksichtigt. In Siedler 2 konnten Esel auf viel genutzten Straßen als eine Art zweiter Träger eingesetzt werden. In Siedler 4 kann er 2 ganze Warenstapel, also bis zu 16 Waren gleichzeitig transportieren. Also im Prinzip 16 Träger in einem. Anders als Träger können Esel auch Gebietsgrenzen überschreiten, aber Vorsicht! Auch wenn Esel nicht sterben können, können sie durchaus angegriffen werden und lassen in diesem Fall ihre Fracht fallen. Das habe ich bei meinem ersten Lauf in Römer Mission 3 der Mission-CD auf die harte Tour rausgefunden. Die Flammen des dunklen Tempels haben den gleichen Effekt. Esel nehmen wie Träger immer den direkten Weg zum Marktplatz, der als Zielort festgelegt ist, egal ob sie dafür feindliches Gebiet passieren müssen. Außerdem können Esel auch dazu genutzt werden, Kriegsmaschinen während einer Schlacht mit Munition zu beliefern. Dazu müssten Kriegsmaschinen aber natürlich erstmal relevant sein. Anders als Träger können Esel aber ihre Waren nicht selbstständig aufnehmen, sondern können dies nur an einem Marktplatz tun, der erstmal von normalen Trägern beliefert werden muss. Überflüssig machen Eselträger also nicht, aber sie hätten auf langen Strecken das Potenzial, 16 lange Transportaufträge in einen langen und 32 kurze aufzuteilen. Ein konkreter Fall, wo ich mir das als sinnvoll vorstellen könnte, wäre ein weit entferntes Wasserwerk. Normalerweise möchte man seine Nahrungsindustrie an einem Ort haben, wo sowohl ein Fluss als auch Weideland vorhanden ist, aber manchmal liegen diese beiden Dinge eben nicht am gleichen Ort. Der Marktplatz ist auf den ersten Blick kaum mehr als ein glorifiziertes und im Fall der Trojaner auch noch sinnlos teureres Lager. Theoretisch kann er wie das Lager 8 Warenstapel aufnehmen, aber mit einer Einschränkung. Für ausgehende Waren werden nur bis zu 3 Slots genutzt. In diesem Fall reduziert sich der Platz für eingehende Waren auf 5 Slots. Das ist aber auch nur bedingt ein Problem. Ein voller Zielmarktplatz fordert zwar keine weitere Ware mehr von Zuliefermarktplätzen an, aber eure Esel lassen bei Platzmangel die Waren einfach direkt daneben fallen. Bei längeren Strecken bleibt also auch ein gewisser Überhang. Simulieren wir erstmal mit 64 Wassereimern, die ans andere Ende dieser Siedlung getragen werden sollen. 16 Träger brauchen dafür etwa 28 Minuten. Mit einem einzigen Esel, der 2 Ladungen übernimmt, können wir diesen Zeitraum aber bereits auf 18 Minuten reduzieren. Weitere Esel machten die Sache nicht wirklich zeiteffizienter, aber ersparten den normalen Trägern durchaus einige Wege. Nun habe ich mir die genaue Priorisierung von Aufgaben im Spiel noch nicht angesehen, aber zumindest in diesem Fall wurde der Startmarktplatz so lange priorisiert, wie er Waren angefordert hat und Platz hatte. Wenn sich die dort eingelagerten Waren in der Mangelung eines freien Esels stauten, transportierten die übrigen Träger die Waren normal selbst. Beachtet aber, dass ich dem Marktplatz immer zuerst seine Aufträge erteile und erst dann dem Lager die Freigabe für Wasser gebe. Was ich aber bestätigen kann, es ist durchaus möglich, dass der Startmarktplatz die Waren wieder vom Zielmarktplatz anfordert, um sie dann erneut dorthin transportieren zu lassen. Das geschah aber nur, wenn es keine anderen Waren dieses Typs gab und auch nicht, wenn sie bereits an einem anderen Gebäude lagen oder von einem solchen angefordert wurden. Außerdem laufen Esel automatisch zu ihrem Startmarktplatz zurück, sofern sie vom Zielmarktplatz keinen neuen Auftrag erhalten. Es wäre also durchaus ein Transport in beide Richtungen denkbar. Nun gibt es kein Gebäude, das Wasser isoliert verbraucht, und eine zweite Ware würde die Priorisierung der Träger beeinflussen, probieren wir es also nochmal mit Weizen und einer Mühle. Sobald sich die Dinger einmal eingependelt hatten, konzentrierten sich die Träger vor allem auf den Transport des Weizens zum Marktplatz und des Mehls von der Mühle zum Lager, während die langen Strecken von den Eseln übernommen wurden. Fügen wir spaßeshalber beim Startmarktplatz eine Bäckerei hinzu und lassen das Brot dann einlagern. Hier wurde besonders deutlich, dass Esel eure Träger zwar theoretisch ergänzen, aber eben nicht ersetzen können. Mit so wenigen Trägern hatten sie große Probleme, die Transporte zwischen den Marktplätzen und den eigentlichen Werkstätten zu organisieren. Mit der doppelten Anzahl Träger läuft es schon wesentlich besser, aber dennoch tun sich die Marktplätze schwer, wenn sie mehr als eine Ware verschicken sollen, da diese dann um die 3 Lagerplätze für ausgehende Ware konkurrieren. Was aber auch deutlich wurde, war, dass Esel relativ intelligent agieren, da sie in der Regel nicht loslaufen, bevor sie entweder alle angeforderten Waren haben oder voll sind. Bisher konnte ich nur eine Ausnahme beobachten, in der ein Esel mit 14 statt 16 Waren loslief, und das könnte auch durch einen überfüllten Zielmarktplatz bedingt gewesen sein, als der Esel beladen wurde. Damit stellen sich Esel wesentlich schlauer an als Handelsschiffe. Siehe Coast of Death.
Ich glaube derzeit nicht, dass Esel den Aufbau einer eigenen Zucht wert sein könnten, aber auf einer HGHG starten wir immerhin mit 3 von ihnen. Die könnte man zumindest versuchen zu nutzen, aber hier müssen meiner Ansicht nach 2 Voraussetzungen erfüllt sein. Relativ lange Laufwege, auf denen immer die gleiche Ware in großer Menge transportiert werden muss. Und lange Laufwege versuchen wir ohnehin ja schon wo immer möglich zu vermeiden. Die einzige Situation, die mir auf Anhieb in den Sinn kam, wären die Fischerhütten auf The Woods. Man könnte die 3 Startesel vielleicht dazu nutzen, den Fisch zu einem Marktplatz in der Nähe des Gebirges zu transportieren. So lagern wir auf der einen Seite schon Fisch für später ein, auf der anderen können unsere Siedler dann später die Fische problemlos an unsere Gold- und Steinminen verteilen, ohne jedes Mal zu den Fischerhütten laufen zu müssen. Vielleicht auch so ähnlich mit Brot und Fleisch, wenn diese Produktion aus irgendeinem Grund weiter weg von den Minen ist. Also große und konstante Aufträge, während sich unsere Träger um die Details kümmern. Das würde theoretischen Trägerbedarf dadurch reduzieren, dass die einzelnen Siedler kürzere Aufträge haben. In der Praxis erwiesen sich die Strecken auf The Woods aber als zu kurz, als dass die Esel einen spürbaren Effekt auf unsere Träger gehabt hätten und es besteht auch die Gefahr unnötiger Wege. Unter halbwegs normalen Bedingungen werden Esel nicht wirklich etwas Sinnvolles zum Transport in einer Siedlung beitragen. Das ist schade, denn mit etwas mehr Kontrolle über sie hätten sie durchaus Potenzial. Wenn sie auch fertige Waren an einer Werkstätte eigenständig aufnehmen und sie vom Spieler Festgebäuden oder Routen zugeordnet werden könnten, sodass sie sich nicht mit normalen Trägern in die Quere kommen, hätten Esel vielleicht das Potenzial, eure Träger in größer angelegten Siedlungen zu entlasten. So sehen sie leider nur eine weitere Mechanik, die man nicht zu Ende gedacht hat und sich nur für Meme-Strategien eignet. Zumindest in Matches ohne Team.